Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind gerade zu Besuch bei Oma auf dem Land und ich nehme euch mit ein paar Tage. Ich bin gerade aus dem Bett gefallen, bin richtig gut geschlafen. Und genau, mein Mann, der ist noch in München. Der muss leider arbeiten, ist leider nicht dabei, aber die kleine Maus und ich sind bei meiner Mama hier auf dem Land. Wir verbringen hier ein paar schöne Tage und ja, es ist ein bisschen kalt, aber sonnig und die Vögelchen zwitschern so schön. So, Inner Nature ist natürlich auch hier mit dabei. Das darf nicht fehlen, ja? So, richtig. Oh, das mal ausdampfen lassen. Das ist nur heiß, gell? Ja. Ich mache mal Kaffee. Das dampft wie verrückt. Koro ist auch mit dabei. Das ist lecker, die Marmelade von Koro. Ich habe jetzt gerade ein bisschen, oh, ist so unscharf, hallo. Jetzt gerade ein bisschen ein Workout gemacht, ein Homeworkout gemacht. Ich habe früher nur Homeworkouts gemacht und es geht auch. Ich gönne mir halt Fitti, weil das einfach voll die Me-Time für mich ist. Aber man kann natürlich auch alles zu Hause machen. Ich war übrigens beim Friseur, bin ganz happy. Bisschen dunklere Haare und nur ein Schnitt. Ich habe gerade bei Instagram gesagt, ich liebe das, wenn ich vom Friseur komme, da einen Haufen Kohle gezahlt habe und danach aussehe wie vorher. Also ganz unironisch wirklich, ich will aussehen wie vorher, nur frischer. Ich will nichts außer der Reihe. Und die Spülmaschine läuft auch hier. Das ist einfach so ein roter Faden in meinen Videos. Wir fahren jetzt einkaufen zum Lidl, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was die Mama gesagt hat, wo wir hinfahren. Genau, ein paar Sachen holen. Und Mittagessen haben wir noch von gestern. Da gab es so leckeres Ofengemüse. Das zeige ich dir dann nachher. Wir haben gerade einkaufen. Und guck mal, was ich beim DM für wunderschöne Kerzen gefunden habe. Ich suche schon so lange solche. Sorry, ich habe gerade Schluck auf, weil ich gerade so ein trockenes Stück Breze gegessen habe. Von dieser DM-Eigenmarke, die sind so schön. Hallo, wir sind wieder da. Wir sind wieder da und jetzt gibt's Mittag. Und wir haben hier schön lecker Gemüse aus dem Airfryer. Lecker. Falafel, lecker griechischer Joghurt. Gemüse. Ich habe gesehen, die Mama, die hat hier so ultrareife Bananen. Ich glaube, da werde ich jetzt ein kleines Bananenbrot backen. Schüssel ist hier gerichtet. Ich glaube, ich mache heute mal so mit Butter. Dann haben wir noch Mehl. Aber jetzt werden erstmal die Bananis gematschelt. Cool ist diese Küchenwaage, bitte. So gut. Die Eier sind vom Nachbarn. Das Hühner. Ach Gott, die Nase. Natürlich auch noch die ganze Zeit draußen, gell? Hast du brauchst du Eier oder? So, da Bananenbrot ist ready. Ohne Rezept einfach falsch nach Hutze. Oh Gott, mal schauen, wie es wird. Und dann tun wir es in den Ofen. Mmh, ich mag rot. Aber wir haben kein Rezept. Ich habe es einfach nach Gefühl gemacht. Richtig saftig. Ist richtig gut geworden. Also ich habe rein bisschen Butter, ein Dinkel Vollkornmehl, ich glaube vier Bananen, bisschen Vanillezucker, eine Schokodrops. Ah, und Haselnüsse. Da wird es auch schön saftig. Genau, aber und ein Ei. Aber Mengenangaben, keine Ahnung. Hier steht ständig so Obst überall rum und diese Weintrauben, die sind so lecker. Oh mein Gott, die sind riesig. So lecker. Kaffee und Bananenbrot. Noch ein paar Erdbeeren dazu. Mmh. Das sind die Vögelchen, die sind auch am Abendessen, ha? Mmh. Aber ich sehe die nicht. Musst du dein Höckerchen holen. So, Zeit für Abendessen. Frische Kräuter aus dem Garten, wie geil ist denn das, bitte? Dann haben wir hier Salat aus dem Hochbeet. Richtig gut. Und dann braten wir jetzt gleich noch ein bisschen Schupfis und Räuchertofu an. Das kann so, ich auch. Ich habe Salat mit leckerem Dressing. Hier ist noch ein bisschen extra Dressing. Und dann haben wir Schupfnudeln und Räuchertofu so angebraten. Das geben wir da einfach so ein bisschen
mit oben drauf. Mmh, lecker. Guti. Guten Morgen. Ups, ich bin wieder auf dem Weg zum Kräuterbeet. Die Vögelchen zwitschern. Das schafft die Kamera gerade nicht mehr. Herrlich. Lecker, lecker. Wenn man echt hier so ein bisschen Apfelsaft reinmacht, dann schmeckt das. Ach so, ich filme gerade. Dann schmeckt das echt ganz okay. Das Gurken gegessen, krass. Aber ohne mag ich es auch nicht. Und am besten mit so einem kleinen Schneebesen. Und so easy ist es ja eigentlich, gell? Ein bisschen Gerstenkraus trinken und dann hast du noch ein bisschen Kresse, kannst du ja auch im Supermarkt kaufen, auf dein Brot und dann bist du schon mal so gut mit Nährstoffen und Mikrogrünen versorgt. Also das muss nicht jeden Tag hier so mega das aufwendige irgendeine Smoothie Bowl oder sonst irgendwas sein. Da bist du schon mal richtig gut versorgt. Das sind so kleine Sachen, die man einfach machen kann. Und nicht immer so versuchen, so mega viel zu ändern, sondern so kleine Veränderungen, Kleinigkeiten, ein bisschen hier was dazu, ein bisschen da was dazu. Das hier habe ich jetzt so viel gesehen, das wollte ich unbedingt mal probieren, den kenne ich schon, der schmeckt so lecker, so viel besser als der normale, sag ich mal. Und das habe ich früher so gern gegessen, so Hähnchenwurst. Gibt es jetzt auch einen Vegan, das ist natürlich nicht gesund, aber normale Wurst aus dem Supermarkt ist natürlich auch nicht gesund. Das ist der gleiche Verarbeitungsschritt und Verarbeitungsgrad, also denkt man nicht, dass so eine normale Mortadella Hähnchenbrust oder so, dass das irgendwie besser wäre. Aber das kann man ja mal essen, wenn man Bock drauf hat, ne? Ich komm auch noch. So, da la. Ich habe einfach hier so ein Vollkornbrötchen aufgebacken. Und einen Kaffee trinke ich noch. Dann vom Schlafen her, da würde man. Hallöchen, Hallöchen. Hallihallo, Hallöchen. Die Oma hat gekocht. Mittag. Hallo. Und wir haben Kartoffeln mit Huch. Wie das dampft. Schau mal, Maus. Wie heißen die zwei? Die Züge, das weiß ich nicht. Da müssen wir nachher nochmal nachschauen. Spargel, Hollandaise. Und ich habe noch Räuchertofu dazu. Oh, richtig lecker. So, da ihr Lieben. Jetzt gibt es dann später gibt's dann noch mal ein Käffchen und ein Bananenbrot. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt auch mal hier mit diesem Food Diary. Und was wollte ich denn noch erzählen? Ich hatte gestern ein Reel bei Instagram gepostet. Da haben sich ein paar gewünscht, dass ich über das Thema nochmal kurz spreche. Und zwar geht es um das Thema ja Sport unabhängig so von so optischen Sachen. Und es ist wirklich so, ich habe einfach irgendwann erkannt, dass ich kann nicht immer Sport machen und dann hoffen, dass ich irgendwie aussehe wie jemand anders. So funktioniert das Ganze nicht. Und ich war immer frustriert und ich wollte immer noch dünner sein. Da hatte ich kein Sixpack und dann hatte ich meinen Po sah nicht aus, so wie ich das wollte. Und irgendwann habe ich dann erkannt, dass es einfach wirklich ja so ein Geschenk ist, dass man seinen Körper auch bewegen kann, dass der Körper fit ist, gesund ist und es auch bleibt, dass man beweglich ist, keine Verspannungen hat. Und jetzt trainiere ich wirklich nur auf Wohlbefinden ausgerichtet und nicht mehr auf optische Sachen. Und das war für mich wirklich so der Game Changer, dass ich so, ja, meine Freude, oh, das ist das Handy von meiner Mama, dass ich so meine Freude an Bewegung einfach gefunden habe. Und man merkt das, wenn man regelmäßig sich bewegt. Man merkt, wie man flexibler, beweglicher wird und merkt einfach auch, ja, dass es gut tut und dass man auch die Bewegung genießen kann, wenn man nicht immer danach sich wieder hinstellt und sagt vom Spiegel, ja, aber das hat jetzt nichts gebracht. Es bringt immer was. Alles bringt was. Kleine Sachen und sich nicht verrückt machen, wirklich, weil wir können nicht aussehen wie eine andere Person und schon gar nicht aussehen wie eine Person, die vielleicht gar nicht reell existiert. Ich meine, es gibt mittlerweile KI, es gibt Retusche und die meisten Leute, die wir sehen, gerade im Internet, auf YouTube und so, sehen in Realität auch nicht so aus, wie sie da aussehen. Und wir eifern demnach und sind im Mond zufrieden. Es macht gar keinen Sinn, unsere schöne, kostbare Lebenszeit damit zu verschwenden. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch Freude gemacht und weiter geht's dann wieder mit einem Video aus der neuen Reihe Glücklicher mit weniger. Genau, und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Folgt mir gerne bei Instagram, wenn du das noch nicht tust. Da gibt's auch regelmäßig Content von mir. Also, tschüsschen!